Mögen Sie Schwarz-Weiß? Also ich schon, sehr sogar. Es ist so angenehm, nicht lange nachdenken zu müssen. Heute zum Beispiel bei der wichtigen Entscheidung, was soll ich für diese Rede auswählen? Schwarz oder weiß? Schwarz und weiß. Diese Kontraste, die gefallen mir echt gut. Die sind so scharf, so eindeutig. Fast brutal eindeutig, denke ich mir zeitweise. Aber mein Kleiderschrank ist dafür ein Traum. Ideal für eilige, gestresste oder unverdrossene Schwarz-Weiß-Denkerinnen. Einfach was rausnehmen, überziehen, fertig. Ich mag auch Farbiges. Durchaus. Ich schlafe zum Beispiel gern in Grün. Am liebsten in Lindgrün. Das erinnert mich an einen ganz bestimmten Lindenbaum. Mein Vater fuhr in den frühen 1960er Jahren immer samstags auf den Familienbauernhof. Dann saß ich auf dem Sozius seines Fahrrads und genoss die Fahrt durch die flirrenden Weizenfelder. Manchmal rasteten wir zwischendurch unter dem erwähnten mächtigen Lindenbaum und aßen Speckbrot. Mein Vater wickelte die Speckbrote aus dem Boulevardblatt, das er jeden Morgen Seite für Seite las, und dann steckte er die Zeitung sorgfältig wieder ein. An eiskalten Wintertagen zerknüllte er diese Zeitungsblätter und schob sie in seine Gummistiefel, bevor er zum 3 Kilometer entfernten Steinbruch radelte. Dort schabte er Tag für Tag mit dem Bagger mächtige Gesteinsbrocken aus den Felsen. Mit einem lauten Rums ließ er die Gesteinsbrocken auf die wartenden LKWs stürzen. Papier hält die Füße warm, sagte er und kletterte in die eisige, zugige Baggerkabine. Sonst redet er eigentlich nicht viel. Es gab ja auch nicht viel zu erklären damals, weil unsere Welt war ziemlich einfach. Viel schwarz und viel weiß. Das eine oder das andere. Entweder oder. Warme Gummistiefel mit Zeitungspapier oder kalte Gummistiefel ohne Zeitungspapier. Das war's. Ich erinnere mich auch an so viele Muss. Arbeiter- und Bauernkinder zum Beispiel mussten in die Hauptschule. Kinder von sogenannten besseren Leuten mussten ins Gymnasium. Aus kleinen Linkshändern mussten kleine Rechtshänder werden, denn das ABC-Lernen in der Volksschule kann man nur mit der rechten Hand. Links geht nicht, weil das ist einfach nicht normal. Ja, so war sie auch, die gute alte Zeit im Norden meiner Heimat Österreich, dicht am eisernen Vorhang, wie die Grenze mitten in Europa einmal hieß. Wir und die da drüben, West und Ost. Zwei völlig fremde Welten, verfeindet bis in alle Ewigkeit, dachten wir jedenfalls damals. Viel später, in den 1980er Jahren, lernte ich bei den intellektuellen Patriarchen der Uni Wien, also den damaligen weißen alten Männern, die Buntheit des Denkens kennen. Den Widerspruchsgeist, aber auch die Freude an harten Diskussionen, Analysen und schlüssigen Argumenten, die Lust an den Ideen von Demokratie und Toleranz. Ich habe als Studentin der Politikwissenschaft und Philosophie aber auch eines begriffen: dass revolutionäres Denken immer eine Gefahr mit sich bringt. Die Schwarz-Weiß-Gesinnung, die und wir. Der Weg von der scharfen Abgrenzung bis in die gegenseitige Vernichtung durch Krieg oder Terror ist oft erschreckend kurz. Die Französische Revolution brachte die wunderbare erste Menschenrechtserklärung in Europa und zugleich einen furchtbaren Vernichtungsrausch bis zur Zerstörung, bei der Zerstörung der alten Ordnung. Ist das alles nur Geschichte? Dieser Tage sagte im Fernsehen ein immer noch schockierter amerikanischer Polizist, der Mob tobte, schrie und prügelte wie wild auf alles ein.
Und er, der Polizist, habe sich bei dieser Raserei gefühlt wie in einer mittelalterlichen Schlacht. Und was er da schilderte, geschah nicht im Mittelalter, sondern im Jänner 2021 beim Sturm auf das Kapitol in Washington. Aber im Grunde braucht niemand besonderes Wissen, um zu hören, zu sehen und zu fühlen, was in unseren Gesellschaften gerade so schrecklich schief läuft. Sie mutiert zu einem riesigen Kleiderschrank, aber mit nur mehr zwei Schubladen. Schwarz und weiß. Das heißt dann Rückschritt, Fortschritt, böse, gut, Täter, Opfer, Unterdrückte und Unterdrücker, Fehler, Shitstorm, Beschuldigung, Empörung, Abgrenzung, Ausgrenzung, Ankläger, Henker. Fertig, Ende, aus. Dabei reden wir so viel über Diversität, Inklusion, Freiheit, Toleranz und Buntheit in der Gesellschaft. Wir beschwören Respekt und Dialog. Andauernd höre ich das. Und ich frage mich aber zunehmend verärgert und wütend, warum? Warum kleiden sich dann so viele Menschen in derart hässliche Worte, wenn sie ihre Meinung sagen? Warum schimpfen und wüten sie immer reflexhafter gegen alles und jedes, was sie gerade stört? Empöre dich, bekenne dich, schwarz-weiß, entscheide dich, sofort, kein Dazwischen in der Wortwahl, kein schattiges Grau, kein warmes Lindgrün, kein scharfes Eisblau, kein erfrischendes Zitronengelb, keine raffinierten Rot- oder Goldtöne. Nur mehr brutales Schwarz-Weiß, speziell im unendlichen Universum von Social Media. Gendern, Cancel Culture, Identitätspolitik, Rassismus, Antikolonialismus, so viel Neues, so viele berechtigte Anliegen und so viele kalte Worte im Namen des Guten und des Fortschritts. Jeden Tag sausen gewaltige Steinschläge aus Rechthaberei und Empörungsgebrüll auf uns nieder. Rums, wie im Steinbruch meines Vaters. Ich will das nicht. Ich halte das für unwürdig im 21. Jahrhundert. Ich bin 63 Jahre alt, aber ich habe wirklich noch nie gerufen, früher war alles besser. Im Gegenteil, ich finde im Gegenteil, ich habe heute eher den schlimmen Verdacht, vieles ist oft genauso. Ganz genauso wie früher. Menschen werden in Schachteln, Boxen, Schubladen gesteckt und da können sie dann nicht mehr raus. Oder sie stecken sich selbst da rein und wollen gar nicht mehr raus. Ich frage mich manchmal erschöpft, sollen wir nicht besser einfach den Kopf in den Sand stecken? Und ich denke, nein, lieber nicht. Wer den Kopf in den Sand steckt, riskiert Augenschäden. Und wie soll ich dann noch einen halbwegs klaren Blick behalten? Wir, die Menschen des 21. Jahrhunderts, sollten es doch wirklich besser machen. Ändern wir doch die Sprechmode und zimmern uns einen besseren, bunteren Kleiderschrank der Worte. Wir brauchen mehr Menschen, die nicht nur schwarz-weiß reden. Menschen, die eingestehen, dass sie nicht immer alles sofort und hundertprozentig sicher aus ihrer Schublade ziehen können und nur aus ihrer. Die auch in anderen Schubläden kramen und wühlen und suchen und finden, die Neues reintun, das alte Abgetragene vielleicht nicht gleich reflexartig in die nächste Mülltonne hauen. Ich will mehr Rundumblick auf die Gesellschaft, mehr Differenziertheit, mehr Machtverzicht, ja, auch Machtverzicht auf Dominanz und Rechthaberei und mehr Chancen auf Einsicht und Besserung, mehr Milde und einen Vorschuss an Vertrauen. So von Mensch zu Mensch, ganz einfach. Niemand ist fehlerfrei. Und man sollte sich daher auch immer seine eigenen Schwindeleien bewusst machen, die eigenen Fehler, die eigene Unbedarftheit und Intoleranz, das eigene nicht wissen können und das nicht wissen wollen. Zum Menschsein gehört ja nicht nur das Sein, sondern auch das Werden, das Werden.
In jedem von uns schlummern so viele Möglichkeiten, wie es bunte Farben gibt, um menschlicher zu werden, besser, klüger, einsichtiger, verantwortungsvoller, versöhnlicher, als wir das aktuell gerade sind. Unabhängig von Biografie und Lebenserfahrung. Daran glaube ich. Wirklich. Und morgen trage ich garantiert etwas Buntes. Sie auch?